Ich bin Lukas, ich bin jetzt 33 Jahre. Ich habe mich vor 10 Jahren auf dem Wacken Open Air typisieren lassen und spende jetzt meine Stammzellen. Ich hatte schon die DKMS immer im Hinterkopf, typisieren lassen, dieser Spruch, Stäbchen rein, Spender sein, das war mir schon bewusst, aber ich hatte nie die Gelegenheit oder hätte irgendwas aktiv tun müssen, um es auch dann, um mich typisieren zu lassen und habe das immer vor mir hergeschoben. Und auf dem Wacken Open Air war es dann einfach eine super Gelegenheit, weil wir eh da waren. Ich habe erfahren, dass ich als Spender in Frage komme, als ich letztes Jahr Mitte Dezember in meinen Briefkasten geguckt habe und dort einen Brief von der DKMS gesehen habe. Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe vorher nie wieder was von der DKMS gehört. Und ich hatte schon gedacht, ihr habt mich vergessen oder sowas. ja, dann ging es auch sehr schnell. Mein Umfeld hat sehr positiv darauf reagiert. Allen, denen ich das erzählt habe, waren sehr begeistert. Ich habe das dann auch natürlich nochmal den Freunden, die auch damals mit dabei waren, so zurückgespiegelt. Und dadurch bin ich auch überhaupt erst auf ein paar Menschen in meinem Umfeld hingewiesen worden, die auch schon gespendet haben, von denen ich gar nicht wusste, dass sie schon gespendet haben, weil man vielleicht nie darüber gesprochen hat. In welcher Situation der Patient ist, da mache ich mir schon länger, also eigentlich seit dem Punkt, wo ich kontaktiert wurde, Gedanken zu, was es jetzt für ein Gefühl sein muss, dass vielleicht ein Spender gefunden wird. Ja, ich bin schon in Gedanken oft bei dieser Person, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer es ist. Ja, und da, ich finde das einfach super cool, dann helfen zu können. Meine Botschaft wäre an den Patienten oder die Patientin, dass ja, ich ihm oder ihr alles Gute wünsche und ich das gerne mache und dass es einfach gern angenommen werden soll. Ja.